war richtig doof. Nein! Nein! Gute Grüße euch und willkommen zu einem kleinen Let's Play Skyblock. Ja. Jetzt sind wir hier oben. Und jetzt fangen wir mal an, hier mal rin zu kicken. Wir haben Eis und wir haben Lava. Wie war denn das nochmal? Ich hab's natürlich wieder voll vergessen, wie das funktioniert. Moment, ich muss dann nochmal überlegen. Bevor ich es verkacke, nämlich. Ist das jetzt so richtig oder nicht? Ich weiß es leider nicht. Wir werden uns erstmal hier ein paar Setzlinge retten. Deswegen machen wir erst die Blätter weg. Nein! Ich habe den ersten Setzling schon verhauen. Ja, es ist nur so ein kleines, spontanes Video. Wir haben mal vor, ein bisschen Skyblocks zu zocken. Ich krieg keine Setzlinge, ey, das ist scheiße. Mal ein bisschen Puffer hier bauen, dass nicht alles hier runterfällt. Weil, wenn ich gleich hingehe, ich sehe schon, ich kann gleich wieder neu anfangen. Ohne Setzlinge ist das natürlich doof, da muss man jetzt 10.000 mal... Nein! Scheiße! Ohne Setzlinge ist das doof. Ich hab einen! Ich hab einen! Lecco mio. Ich dachte, die würden mir jetzt alle kaputt gehen. Jetzt können wir anfangen, ein bisschen Holz abzubauen. Gott sei Dank, weil wir müssen uns ja jetzt gleich ein bisschen was craften. Wir müssen den Baum wieder neu setzen, sonst haben wir die A-Karte ohne Holz immer nämlich aufgeschmissen. Ich guck mal, Aufnahmeprogramm läuft. Gut, 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 gut. Nase juckt auch. Ja, Skyblocks, kann ich euch jetzt noch gar nicht viel zu erzählen. Ich habe einfach mal ganz spontan jetzt hier angefangen aufzunehmen. Wir haben auch relativ spät. So. Jetzt haben wir erstmal Holz. Zack. Die Truhe lasse ich mal da stehen. Ich glaube, ich habe hier sowieso Scheiße gebaut. Garantiert habe ich hier Scheiße gebaut. Ich muss hier mal ein bisschen verbreitern. Mal einfach eine Ebene nach unten gehen. Weil wir müssen so viel wie möglich am Platz jetzt erstmal haben. Nein! Und so wenig wie möglich da runterschmeißen natürlich. Das war natürlich sehr clever von mir. Ich weiß, es sieht zwar jetzt ziemlich aus, aber ich muss mal gerade ein bisschen Fläche retten. So und so. Gut. Den Rest machen wir nachher alles mit Cobblestone. Wir müssen uns jetzt erstmal eine Werkbank bauen. So. Den Rest wird erstmal Stickies draus gemacht. So. So, klar, wenn wir jetzt verrecken, ist natürlich automatisch alles im A-Popus. Ne? Also wenn wir... Ey, was ist das denn? Wenn wir jetzt natürlich sterben, ist es natürlich alles für den Popus. Dann müssen wir neu anfangen oder ich baue dann halt so lange. Das ist da auf. Eine Axt, eine Spitzhacke. Das sind erstmal die zwei Sachen, die für mich ist erstmal wichtig sind und halt hier mein Setzling, den ich hier hinsetze. Jetzt gucke ich mal, ob ich das richtig gemacht habe da überhaupt. Kann sein, dass ich jetzt schon neu anfangen muss. Huh, das ist aber knapp. Gut, das hat ja sehr gut funktioniert. Eigentlich überhaupt nicht. Oh doch, so klappt es. Okay. Boah, aber wie, ey? Ich verkacke Eiern. Da müssen wir sowieso noch was Richtiges bauen, dass wir da richtig drankommen.
Deswegen baue ich mal jetzt gerade hier mal aus Just for Fun eine Steinschaufel. Die können wir uns ja jetzt ganz geil leisten. Oh, hier geht's runter. Oh. Hoppala. Hups. Das ist ja sehr gefährlich, das Ganze hier, gell? Das muss ich ja nochmal betonen, dass das sehr gefährlich ist. So, es gibt natürlich bei Skyblocks gibt's natürlich Aufgaben, die mir jetzt aber gerade mal kurz mal schnurzpups egal sind. Wie zum Beispiel, baue eine Werkbank. Das haben wir jetzt schon mal soweit erfüllt. Geht's hier auch runter? Ja. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Baue eine Werkbank zum Beispiel, ist eine Aufgabe. Die haben wir jetzt zum Beispiel gelöst. Oder pflanze einen Baum, glaube ich. Hey, mach bloß keinen Blödsinn. Na gut, okay. Dann machen wir hier mal dicht, damit wir da nicht runtersegeln. Wir machen das Lava hier wieder neu und holen hier so. Ach, das läuft doch, guck mal an. So, jetzt müssen wir, ich glaube, gerne auf dieser Ebene bleiben. Ich habe es früher auf einer normalen Ebene gelassen. Jetzt will ich es gerne mal ein bisschen tiefer bauen. Das kann man bestimmt alles ein bisschen beschleunigen. Ich werde das Ganze auch ein bisschen vorspulen. Gleich, dass wir nicht jetzt hier stundenlang hier Stein sammeln müssen. Das muss sich ja keiner mit ansehen. Gut, alles klar. Da hinten ist noch eine Truhe, das zeige ich euch. Oh, das zeige ich euch gleich. Ich habe die Erde gerettet. Was aber total gemein gemacht ist, ist das. Das zeige ich euch sofort. Blub, 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 blub. Da hinten ist noch ein Kuppen mit Wüstensand. Jeder klar erkannt hat, klar. Boah, das regnet einfach für einen Blödsinn. Man merkt, es ist spät. So, deswegen schon ein bisschen stiller. Ey, warum brennt denn das mir mal langsam mal? Willst du mich verarschen? So, jetzt kommt hier noch ein bisschen. Tun wir mal die Truhe hier weg. Ich habe eine Axt gebaut, wollte schon sagen. Das geht ein bisschen schneller mit der Axt, auch wenn es nur eine Holzaxt ist. Die wollte mir gerade abhauen. So. Ja, das ist ja schon mal ganz okay so. Das Holz soll ich in Sicherheit bringen. Ich weiß nicht, hier unser ein bisschen Dirt, was wir hier haben. Wir können ja leider kein Dirt erstellen. Wird leider ein bisschen knapp, gell? Nein! Meine Güte. Irgendwie kann man das auch anders machen, glaube ich, dass man nicht hier so gefährlich dran arbeiten muss. Ich weiß gar nicht, ist es auch friedlich gestellt? Ja, ich wollte schon sagen, sonst wäre man nämlich eben Puppis, wenn man gleich anfangen würde, Hunger zu leiden. Bei Gras hat sich jetzt hier auch keins gebildet, dass wir sagen könnten, ja pass auf, wir gehen jetzt hin und machen uns ein Kornfeld. Ein mit dem Kornfeld. So. Wieder weg. Wie gesagt, das ist hier ganz normal so eine kleine spontane Aktion von mir. Einfach ein bisschen Skyblocks zu zocken. Komm, gib ein bisschen Gas. So, alles klar. Wir haben jetzt ein bisschen Stein. Dann können wir hier ein bisschen mal zumachen, damit wir nicht darunter segeln. So. Lalalala. Erstmal nur ein bisschen was aufbauen. So eine kleine Sicherheit. Eine kleine Sicherheit hier so aufbauen, weißt du? Sicherheit. Sicherheit aufbauen. Ich bin damals hingegangen und habe dann mir hier ein bisschen runtergebaut und habe hier mir noch ein bisschen was weggenommen, habe wieder hier zugemacht, habe wieder da zugemacht. So, jetzt können wir nämlich ein bisschen was an nein an Dings sparen, an Track sparen können wir so.
Ja, die Sonne geht unter. Es wird dunkel auf unserer Wolke des Drecks. Die Dreckswolke wird dunkel. Wir haben leider kein Bett. Wir müssen mal die Nacht durcharbeiten. Ich weiß nicht, hat das damals noch in tiefer gemacht? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, so hat es jetzt auch funktioniert. Ich glaube, man macht das normalerweise anders da. Aber das ist ja mal egal. Na komm. So. Wir machen auch jetzt hier, glaube ich, langsam eine Höhe draus. Deswegen, wir haben hier ein bisschen Stone. Wir sind ja ein bisschen Stone. Deswegen, wir müssen hier ein bisschen Spine. Nein! Mir fällt die ganze Scheiße darunter. Nein, du bleibst bei mir. Boah, ich habe hier jetzt voll das Loch hier gebaut. Das muss ich ja zumachen, bevor ich da gleich runtersegel. Ja, ist ein bisschen langweilig. Ist gerade ein bisschen trocken. Oh, ups. Aber was willst du machen? Wenn der Baum jetzt wieder gewachsen ist, haben wir wieder einen neuen Baum. Der uns quasi, soll man sagen, wieder neue Blätter gibt, mit denen wir wieder neue Bäume pflanzen können. Und wir können insgesamt bis jetzt 10 Bäume pflanzen, also noch 10 Bäume pflanzen. Dadurch, dass ich hier ein bisschen Dreck aufgehoben habe. Ich könnte jetzt noch mehr Dreck hier schon draußen. Und klar, hier ist noch einiges möglich. Aber wie gesagt, mir reicht das jetzt gerade mal so. Genauso wie ich mir schon lange eine Steinpickhacke machen könnte. Eine Steinhacke. So. Die mache ich mir jetzt nämlich auch. Nämlich hier, plopp, plopp, dreimal Stein, plopp, plopp und eine Steinpickhacke. Das geht jetzt wesentlich schneller abzubauen. Guck mal hier. Bam, 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 bam. Oh, das läuft ja richtig gut. Wir können den Knopf jetzt wenigstens einigermaßen gehalten lassen und es fluppt. So, jetzt bräuchten wir eigentlich ein paar Gesprächsthemen und da seid ihr gefragt beim nächsten Let's Play. Ja, da ist auch mein neues Mikrofon hoffentlich bis dahin da. Würde ich gerne ein paar Themen haben, über die wir einfach mal so quatschen könnten. Sagen wir mal Musik oder was gerade so. Ihr könnt mir eigentlich auch noch ein bisschen was wegnehmen. Was euch gerade so beschäftigt, das interessiert mich natürlich auch rasend. Und dann schwätzen wir mal einfach mal so über ein paar Themen. Aber wenn das Wasser mich jetzt hier runtergestrudelt hätte, Junge, dann wäre ich ausgeflippt. So. 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 Ach, guck mal, schön, oder? So. Ich wollte schon sagen, es klappt nicht mehr. Ah, jetzt ist es nicht mehr im Rhythmus. So, jetzt klappt es wieder. Also, wie gesagt, ihr könnt mal gerne ein paar Kommentare schreiben oder ein paar PNs schreiben. Dann reden wir demnächst mal über paar Themen, weil sowas hier zum Beispiel ist ziemlich langweilig. Da kann ich ruhig mal meinen Senf dazu geben, was ich von euren Sachen halte. Ich labe ja gern mit euch. So, mache ich jetzt hier einfach rüber oder mache ich jetzt nicht einfach rüber? So. Ich könnte mich auch quasi versuchen, nach unten zu arbeiten. Das ist aber, glaube ich, jetzt zu spät, gell? Nein, ist es nicht. Es ist nicht zu spät. Es ist gar nichts zu spät. Flupp. Jetzt haben wir hier so eine Treppe quasi hingemacht. Hoho, und können hier das auch noch in Ruhe mal ernten. Dann tun wir mal das hier rein. Kann man hier jetzt eigentlich auch ein bisschen was wegnehmen? Ich muss aber dann jetzt aufpassen, gell? Huh, da ist es zu Ende. Wir müssen halt versuchen, so viel wie möglich an Dreck zu sparen. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig, weil wir brauchen es ja wieder eigentlich für neue Bäume zu pflanzen. Ich gucke mal, ob hier noch alles läuft. Aufnahmeprogramm läuft noch. Alles läuft noch super. Wir haben die erste Folge geschafft. Gut. Trocken. Trocken. Ey, die fliegen ja alle weg. Hallo.
So, jetzt haben wir 8 Stück. Hier haben wir auch noch ein bisschen, was wir uns holen können. Nein, ich hätte es reinspringen sollen. Ich weiß, ich war doof. Das war doof. Das war richtig doof. Nein!